Hallo liebe Island-Fans, willkommen zu unserem aktuellen Video Island mit dem Wohnmobil im Hochland unterwegs. Es ist ja immer so eine Frage, spricht man was dazu, macht man nur Musik? Man kann es wohl nie allen recht machen. Ich habe die Kurzvideos jetzt mal einfach nur mit Musik eingestellt und hier den Gesamtzusammenschnitt, den möchte ich jetzt mal noch mit ein paar Hinweisen und Texten unterlegen. Wem es nicht gefällt, bitte einfach die Kurzfilme anschauen. Ja, zunächst stellt sich mal die Frage, wie komme ich überhaupt nach Island? Der überwiegende Anteil, so um die 90%, reist tatsächlich mit dem Flugzeug an. Für uns natürlich keine Alternative, wir wollten ja unser eigenes Fahrzeug mitnehmen. Somit ging es von Hirtshals über die Färöerinseln, wo ein kurzer Zwischenstopp stattfindet, oder man auch 3 Tage aussteigen und mit der nächsten Fähre weiterfahren kann, nach Seyðisfjörður auf Island. Die Einreise verläuft denkbar unkompliziert. Einzige, was die Isländer nicht mögen, wenn man Unmengen an Lebensmittel oder noch schlimmer Alkohol mitnimmt. Da könnte es einem passieren, dass das Fahrzeug sogar geröntgt wird oder in einer Halle genauer angeschaut wird und das wird dann teuer. Also sollte man vielleicht nicht machen. Ein Wort zum Straßensystem in Island. Das ist sehr logisch aufgebaut. Am wichtigsten mal für alle. Die Nationalstraße, die N1, auch bekannt als die Ring Road, die ist in einem relativ guten Ausbauzustand, führt rund um die Insel und wer da mal auf die Schnelle von A nach B kommen will, kommt da sehr gut voran. Später gehe ich dann noch ein auf die Hochlandstraßen, auf die F-Straßen und auf die Flussdurchfahrten. Eins ist mir ganz wichtig, Offroad gibt es in Island nicht. Wir sind auch keinen Meter Offroad, also abseits markierter Wege, Straßen, Pisten gefahren. Alles, was im Video kommt, sind markierte offizielle Wege. Eine wichtige Frage, die sich natürlich jedem Camper stellt, wo kann ich legal übernachten? Keine Sorge, es gibt wirklich mehr als genügend Campingplätze auf Island. Bereits auf der Fähre kann man sich die Campingcard kaufen, mit der man dann relativ günstig um die Runden kommt. Man muss sich ausrechnen, lohnt sich das, bin ich lang genug auf der Insel oder nicht. Fakt ist, es gibt so gut wie in jeder Gemeinde einen Stellplatz, auf dem man legal stehen kann. Auch im Hochland gibt es genügend Hochlandcamps und Möglichkeiten. Also man muss beileibe nicht irgendwo frei stehen, was auch sehr teuer kommt und das ist auch gut so. Die ersten Tage waren wir relativ schnell unterwegs. Ganz einfacher Grund, wir wollten ziemlich zügig zum Vulkan kommen, der zu der Zeit ja noch sehr aktiv war. Und klar, wenn man auf Island ist, der Vulkan spuckt, dann muss man da natürlich hin. Und darum haben wir uns da nicht sehr, sehr lang aufgehalten und sind sehr zügig in diese Richtung gefahren. Wir sehen jetzt hier einen Ausschnitt unserer ersten Pistentour auf Island, die sogenannte Laki-Runde. Eine tägliche, morgendliche Übung ist das Ablassen der Luft. Das sollte für jeden ganz klar und ganz normal sein. Fördert zum einen den Fahrkomfort erheblich, schont das Auto und die Traktion wird massiv besser. Ein Wort zum Luftdruck. Wir fahren standardmäßig auf der Straße mit 6 Bar. Wir haben 3 85, 65, 22, 5 Reifen auf unserem Feuerbär. Der Iveco hat 3 95er Reifen drauf.
Wir haben meistens um 2 bar den Druck reduziert, im schweren Gelände dann eher noch mehr, so dass wir dann bei 2,5 bar circa am Ende waren und da damit auch relativ gut gefahren sind. Thema Flussdurchfahrten. Ja, da wussten wir ehrlich gesagt auch nicht, was auf uns zukommt. Wir waren schon in einigen Ländern im Gelände unterwegs, auf dem Balkan oder in Marokko. Aber Flussdurchfahrten in dem Umfang wie auf Island kannten wir einfach nicht. Und wir mussten uns da auch erstmal rantasten, haben da gleich zu Hause uns noch eine neue Warthose gekauft und Seile mitgenommen, falls man das mal erkunden muss. Irgendwann geht man dazu über und man fährt einfach durch. Also gerade mit dem LKW war das nie ein Problem. Mit kleineren Geländewegen, so in der Preisklasse Dacia Duster, kann es bei größeren Flussdurchfahrten natürlich schon mal eng werden. Also da muss man sich vorher Gedanken machen. Hier jetzt die Ranger-Station auf der Lucky-Runde. Wir sind da überaus freundlich von der Rangerin in Empfang genommen worden. Sie hat uns mit vielen Informationen zum Gebiet, zum Verhalten und zu allem Möglichen, was wir fragen wollten, versorgt. Das haben wir übrigens auch überall so erlebt. Also die Ranger sind sehr, sehr hilfreich und haben wirklich nichts gegen die Touristen, sofern sie sich an die Regeln halten. Die Lucky-Runde selber war jetzt, was die fahrerischen Anforderungen angeht, eher als sehr einfach zu bezeichnen. Genau das Richtige, um ein bisschen auf Island anzukommen, sich einzugrooven. Und es gab keine größeren, schwierigeren Flussdurchfahrten, keine steilen Auffahrten, keine schrägen. Also genau das Richtige, um die Verhältnisse auf Island richtig kennenzulernen. Am nächsten Morgen starteten wir dann in die Faxasund-Runde. Die hat teilweise schon einen anderen Anspruch gehabt, wie wir später dann noch sehen werden. Vielleicht vorab noch der Hinweis, die überwiegende Anzahl unserer Touren sind aus dem Tourenbuch der Pistenkuh von Burkhard Koch. Für den mache ich hier gerne unbezahlte Werbung. Sein Buch können wir wirklich wärmstens empfehlen. Es ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber wir haben keine Stelle gefunden, wo es nicht mehr gepasst hätte. Und die Hinweise von Burkhard Koch als wirklich erfahrenen Offroad-Fahrer sind wirklich überall gewinnbringend gewesen. An der Stelle noch ein paar Worte zu unseren Fahrzeugen. Der Feuerbär ist ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug, ein Rüstwagen der Feuerwehr in Wattens bei Innsbruck. Baujahr 1991, also gut 30 Jahre alt. Viel in Eigenregie ausgebaut, manche Sachen fremd vergeben, aber sehr, sehr viel haben wir selber gemacht, alles selber geplant. Der Iveco von unserem Reisefreund Anton ist ein neues Euro 6 Fahrzeug, 320 PS. Auch selbst geplant mit teilweisen Fremdvergaben an Fachfirmen. Zum Beispiel der Koffer und der Zwischenrahmen stammen aus dem Hause von Bernd Zandt von der Firma Good Parts bei Langweid. Jetzt kam dann die Schlüsselstelle der Faxasund-Runde, eine steile Rampe, eine Auffahrt, 25-28% Steigung, wir sehen es an der roten Linie. Der Anton kam gleich rauf, klar, der hat 100 PS mehr wie ich, hat große Reifen, hat ein neues Auto, hat mehr Sperren. Ich muss es dreimal versuchen, den Luftdruck dann nochmal reduzieren und schlussendlich hat es dann funktioniert. Aber es war spannend.
Ja, auf dem Video sieht es jetzt alles gar nicht so spektakulär aus, war aber doch recht fordernd. Zumindest ist es Kopfsache. Meine Frau ist gleich ausgestiegen, die wollte nicht mal im Fahrzeug sitzen bleiben, so schlimm hat es ausgesehen. Problem bei mir war jetzt, dass das Gewicht, das auf der Hinterachse lastet, mehr ist als vorn. Durch das hat sich beim ersten Hochfahren das Fahrzeug irgendwann einfach eingegraben. Ich habe keine Frontsperre, bloß eine Mittelsperre und eine Hinterachssperre. Mein Augenmerk war natürlich darauf gelegen, die Spur zu halten und nicht irgendwo links oder rechts zu kommen, weil wenn man das Fahrzeug dann verzieht und der irgendwo in eine Schräglage kommt, das wäre ja auch nicht so förderlich. Schlussendlich hat am Schluss geholfen, den Luftdruck nochmal um 1 Bar auf etwas unter 3 Bar zu reduzieren. Und mit dem hat es dann funktioniert. Also man sieht, was allein Luftdruck ausmacht. Hier sehen wir jetzt eins der Hochlandcamps. In solchen oder ähnlichen haben wir standardmäßig dann übernachtet. Es ist absolut nicht notwendig, und da bin ich ganz ehrlich, außerhalb von einem Camp zu übernachten, auch wenn das noch so interessant sein mag. Es geht einfach nicht und es muss nicht sein, und da haben wir uns auch gern dran gehalten. Der nächste Anspruch war eine Flussdurchfahrt, die relativ tief war. Hier war auch der Tipp der Rangerin wieder Gold wert. Der Name der Flussdurchfahrt ist Programm. Auf Deutsch übersetzt heißt es die Unbefahrbare. Und tatsächlich gibt es da einen Trick. Man muss also geradeaus auf einen Stein zuhalten und erst dann links abbiegen. Hat ganz einfach den Grund, dass auf dem direkten Weg einige große Steine und Steinplatten drin sind, die jetzt gerade für kleine Fahrzeuge problematisch werden könnten. Der Anton hat es trotzdem mal versucht, hat funktioniert, aber man sieht ganz schön, wie das Fahrzeug wackelt, selbst beim großen LKW. Ja, und natürlich fährt man Flussdurchfahrten immer in langsamem Tempo an, so dass man gegebenenfalls Steinen etc. ausweichen könnte. In dem Fall sind wir mal etwas schneller durch. Wir wussten aber auch, dass es klappt, weil der Anton vor uns durch ist, und wir wussten, es gibt keine Probleme. Meine Frau testet hier mal beide LKWs. Zuerst sehen wir sie im Feuerbär und dann im Iveco. Wir haben natürlich alle drei den LKW-Führerschein. Die Fahrzeuge haben reisefertig, so wie wir jetzt unterwegs sind, circa um die 10 Tonnen. Wir haben nie versucht, die Fahrzeuge irgendwo unter 7,5 Tonnen zu bringen. Das ist aus unserer Sicht völliger Quatsch. Man hat viel Sachen dabei, viel Werkzeug, viel Flüssigkeiten, Sprit, Wasser etc. Und man will natürlich stabil bauen, und irgendeinen Leichtbau mit 7,5 Tonnen hinzukriegen, geht reisefertig einfach nicht. Mal noch ein Satz.
generell, muss man denn mit so einem LKW durch Island fahren? Man muss nicht, aber es macht natürlich Spaß. Und wir haben einige Zuschriften auch schon gekriegt, ja, Schweinerei und muss doch nicht sein und die schweren Autos. Ja, wie gesagt, es sind alles offizielle Straßen, die haben wir nicht verlassen. Und wir achten auch ganz streng darauf, dass wir nichts hinterlassen. Wir haben beide chemiefreie Toiletten. Bei uns ist eine Kompost-Trenntoilette verbaut etc. Und auch diese Übernachtungsgeschichten sind uns natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir da nirgends stehen, wo es nicht erlaubt ist und wo wir irgendjemanden schaden oder belästigen. Da haben wir sehr drauf geachtet. Vielleicht so als kleinen Hinweis, Island selbst oder die Isländer haben eine sehr rührige Motorsportgemeinschaft. Man sieht es zu späterer Stelle auch nochmal. Da werden dann auch Rennen durchs Hochland gefahren. Ja, kann man jetzt davon halten, was man will. Aber Island ist halt einfach eine wunderschöne Gegend, um sich da ein bisschen in toller Umgebung mit seinem Fahrzeug entsprechend zu betätigen. Und das haben wir einfach gemacht und haben da kein schlechtes Gewissen dabei. Campingplatz Hella. Dieser Platz liegt verkehrstechnisch relativ günstig. Wir waren während unseres Aufenthalts auf Island ein paar Mal dort. Bietet sich an, um frische Lebensmittel aufzunehmen. Auch in der Vinbudin mal wieder alkoholische Getränke in Form von Bier etc. zu kaufen. Und dann natürlich wieder los zu starten zur nächsten Hochlandtour. In dem Fall ging es jetzt aber nicht mehr ins Hochland, sondern wie schon erwähnt, war ja unser Ziel, möglichst schnell den Vulkan zu erreichen. Von Hella aus sind wir dann losgestartet zum Ausgangspunkt des Vulkans. Sieht folgendermaßen aus, man parkt an der Ringstraße, zahlt dort beim findigen Bauern, der seine normale Wiese zum Parkplatz umfunktioniert hat, so 10-12 Euro und läuft dann los. Dauert des Anmarschs circa 2 Stunden. Hat dann von einem Hügel oben aus einen tollen Ausblick auf den Krater. Also es ist wirklich unbeschreiblich. Der Geruch nach Schwefel, die Wärme, die abstrahlt, die Bilder, die Eindrücke der Lava. Also ganz, ganz tolle Sache. Wir sind dann nach einigen Stunden wieder abgestiegen und haben uns entschieden, dass wir nachts gegen Mitternacht nochmal aufsteigen, wenn es also etwas dunkel ist. So richtig dunkel wird es ja nicht wirklich, so zwischen Mitternacht und 2 Uhr ist es so leidlich dunkel, aber man sieht es auf den Bildern, es dämmert dann schon wieder. Aber die Eindrücke, die wir da dann noch mitnehmen konnten, die waren wirklich grandios und einfach mal die Bilder auf sich wirken lassen. Fögnuð vorsins handa mér yfir höfina ég breið æfinlega flýgur rétta leið. Um unser nächstes Ziel zu erreichen, mussten wir natürlich durch den sogenannten Golden Circle fahren. Das ist also der Bereich um Island, Geysir etc. Da liegen einige der Hauptattraktionen und jeder, ja wirklich jeder Island-Tourist, der mit dem Flugzeug nach Island kommt, schaut da mal vorbei. Und entsprechend viel ist in dem Golden Circle natürlich auch los. Aber um unser nächstes Ziel zu erreichen, mussten wir da durch. Und der Anton hat die Sachen ja auch noch nicht gesehen und somit haben wir halt einmal einen kurzen Stopover am Geysir etc. verbracht.
Die nächste Tour zog sich über gut 100 Kilometer. Eigentlich war es unspektakulär. Die F388 und F337 folgen am Anfang eigentlich nur der Elektrostromtrasse. Und man fährt relativ lang an der Stromtrasse entlang. Aber es wird dann später auch noch interessanter. Hier steht ein Bagger mitten auf der Straße, der hat die Straße wieder ein bisschen hergerichtet, ausgeglichen. Hinter dem Bagger sehen wir in der Ebene den Bereich, in dem sich der Geysir befindet. Da fahren wir gerade drauf zu und werden da am Campingplatz in der Nähe des Geysirs übernachten. Die Isländer selber sind übrigens ausgesprochene Campingfreunde, sind viel mit Wohnwägen unterwegs, überwiegend. Und die sitzen dann abends auch ganz gern zusammen. Das geht dann immer länger bis 11, 12. Aber dafür schlafen sie am nächsten Morgen recht lange aus. Deshalb muss man immer schauen, wo man steht. Wenn man bei den größten Partylöwen steht, könnte es nachts etwas länger gehen. Hier sehen wir jetzt den weltbekannten Geysir in Action. Dieser Geysir ist der Namensgeber für alle anderen Geysire und der spuckt alle paar Minuten. Es gibt noch einen größeren nebenan, der hat aber schon etliche Zeit lang nicht mehr gespuckt. Hier sehen wir jetzt exemplarisch mal eine Reiterhütte, die sind alle ziemlich ähnlich angelegt. Eine ganz schlichte, einfache Unterkunft für die Menschen, eine Koppel für die Pferde und gegebenenfalls noch eine Stallung für die Pferde. Viele Reiter sind ja auf Island durch Querungen unterwegs und übernachten dann eben in diesen Hütten. Vereinzelt haben wir an solchen Hütten dann auch die Nacht verbracht, haben das zuvor mit dem Ranger abgeklärt, ob das in Ordnung ist, und durften da eigentlich immer stehen. Unser nächstes Ziel war das Vulkangebiet Kerklinger Fjörtsch, so sprechen es, glaube ich, die Isländer aus. Ein ganz, ganz eindrucksvolles Vulkangebiet, das wahnsinnig viel bietet, zum Wandern einlädt, heiße Quellen. So give me love into my bed. Give me love from my toes into my head. But please don't take long, soon I'm dead. I see a child with the tear running down. See a child, but no playing ground. See a child, child that makes no sound. So give me love into my bed.
Am nächsten Morgen um 4 Uhr war es natürlich schon wieder taghell. Wir konnten nicht mehr schlafen, haben dann gesagt, ach komm, steh mal auf, gehen zu der heißen Quelle, die ja so eine knappe Dreiviertelstunde Fußmarsch entfernt ist, und hatten die dann tatsächlich für uns, weil die anderen wohl nicht so früh aufstehen wollten. Thema Wetter und beste Reisezeit. Ja, wenn man einen Isländer fragt, wie das Wetter wird, dann sagt er meistens, frag mich mal in 10 Minuten nochmal. Wenn man ins Hochland will, dann steht natürlich fest, dass man das in den Hochsommermonaten machen sollte. Einfach aus dem Grund, weil man da beste Chancen hat, dass die überwiegenden Strecken schneefrei sind. Im Mai, Juni ist es nicht gewährleistet. Gerade wenn man höher raus will, sollte man also überlegen, wann man fährt. Die Temperatur im Jahr 2021 war ungewöhnlich warm. Die Isländer haben gesagt, das ist ein außergewöhnlicher Sommer. Bei unserem ersten Aufenthalt hatten wir es auch wesentlich kühler in der gleichen Jahreszeit. Hier sehen wir jetzt das Vereinsgelände vom 4x4 Motorsportclub Island. Da haben wir eine kleine Rast eingelegt, sind ein paar Stunden da gestanden und dann ging es wieder weiter. Wie versprochen noch ein Wort zum Straßensystem. Also die größte Straße ist wie gesagt die N1, die geht einmal rund um Island, überwiegend geteert. Dann gibt es Straßen, die zweistellig nummeriert sind, die sind auch überwiegend geteert in gutem Zustand. Und dann gibt es dreistellige Straßen, das wäre jetzt bei uns mit einer Ortsverbindungsstraße oder Kreisstraße zu vergleichen. Wenn dem Ganzen ein F vorgestellt ist, dann sind das Hochlandstraßen, die ausschließlich allradgetriebenen Fahrzeugen vorbehalten sind. Bitte bei Mietwagen da insbesondere drauf achten, die haben eine Klausel im Mietvertrag, dass das nur mit entsprechenden Fahrzeugen befahren werden darf. Wenn jemand so etwas vorhat, bitte auch darauf achten, dass man nicht den günstigsten Mietwagen, ich nehme als Beispiel immer dann den Dacia Duster, nimmt. Der reicht dann nämlich bei vielen Sachen aufgrund der Bodenfreiheit oder Wadtiefe nicht aus. Mit solchen Begriffen sollte man sich befassen, wenn man Furten durchfahren will, wenn man die ganz krassen Hochlandstraßen fahren möchte, dann spielt sowas natürlich eine Rolle. Was einem auch passieren kann, dass eine normale Straße, ich nehme mal als Beispiel die 206, dann irgendwann übergeht in die F206 und die dann einfach von der normalen Straße zur reinen Allradstraße wird. Hier kommt jetzt eine meiner Lieblingsfurten, die Dasala-Furt. Die war zwar nicht tief, war aber wahnsinnig plattig und breit und groß. Aus der Drohnenperspektive sieht man das ganz gut. Hier noch ein Satz zur Drohne. Natürlich ist in Landschaftsschutzgebieten etc. verboten, mit der Drohne zu fliegen. Wer Bilder gewerblich nutzt, muss das vorher dann sich genehmigen lassen vom Ministerium. Da gibt es eine E-Mail-Adresse oder ein Online-Formular, wo man das einreichen kann und sich dort die Genehmigung einholen kann. Ansonsten kann auch der Spaß teuer werden. Try.
Straßensystem Teil 3. Die bereits vorher beschriebenen Straßen haben natürlich noch eine weitere Unterkategorie, und zwar die sogenannten Unnamed Roads. Das sind also nicht näher bezeichnete Straßen, die aber trotzdem in Karten gezeichnet sind und die man dann auch befahren darf. Hier sehen wir jetzt eine Stichstraße zum Dünkur-Wasserfall, die wir in dem Fall runtergefahren sind und dann auf gleichem Weg wieder zurück. Straßen bekommt. Wir fahren jetzt hier gerade auf der F261, das ist also eine dreistellige F-Straße. Die geht dann später über in die Hungerfit und wird dann in dem Bereich, wo sie für LKWs im Bereich des Canyons nicht mehr befahrbar ist, eher etwas spannend. Überwältigende Ausblicke schätzt, der sollte die Straße unbedingt mitnehmen. Toll ist auch der Canyon mit kleineren Fahrzeugen unter der LKW-Klasse, kann man den auf alle Fälle weiter durchfahren. Für schwerere Fahrzeuge ist eine Ausleitung vorgesehen, die dann auf einem Bergrücken ableitet, und da haben wir dann ein bisschen ein spannendes Erlebnis gehabt, aber dazu gleich mehr. Hier sieht man jetzt recht gut, wie die Verschränkung beim Fahrzeug arbeitet. Für das ist die Kabine auf einem Zwischenrahmen aufgebaut, um eben die Verspannungskräfte vom Hauptrahmen aufzunehmen und die nicht in die Kabine einzuleiten. Die könnte da nämlich Schaden nehmen. Oben auf dem Bergrücken war dann so eine kleine Kuhle, die recht unspektakulär eigentlich aussah. Ich bin die wohl zu langsam angefahren, mit mehr Schwung wäre ich vermutlich gut drüber gekommen. Mir ist dann aber die Hinterachse um ca. 70 bis 80 cm eingesackt. Das Fahrzeug hat sich dann rechts hinten eingegraben, stand schon etwas schief. Meiner Frau ist gleich ganz schlecht geworden. Wir haben uns dann entschlossen, da nicht weiter das Fahrzeug eingraben zu lassen, sondern haben einfach von hinten den Iveco angehängt und der hat den Steier dann wieder rausgezogen. Wir haben das Ganze dann etwas aufgefüllt mit Steinen und Sand, und beim Versuch Nummer 2 hat es dann gut funktioniert.
Ein zweites Fahrzeug hat es natürlich einfach gemacht. Wenn wir jetzt allein unterwegs gewesen wären, dann hätten wir unsere Bergekissen und Wagenheber und diverse Kanthölzer rausziehen müssen und da natürlich graben und schaufeln, und das wäre etwas umständlicher gewesen. Auch hier nochmal der Hinweis, diese Straße, diese Umfahrung darf natürlich auch offiziell befahren werden, ist in den Karten eingezeichnet und wir haben da nicht irgendwie das Gelände verlassen. Auf alle Fälle hier der Tipp, wer sowas vorhat, soll sich vorher mal mit seinem Bergegerät auseinandersetzen, soll mal gucken, wie kriege ich das Fahrzeug ausgegraben. Habe ich Schaufeln dabei, habe ich Kanthölzer dabei, habe ich Wagenheber dabei, habe ich gegebenenfalls Hebekissen dabei, Hydraulikstempel, irgendwas in der Art. Ansonsten wird es natürlich spannend. Und vielleicht auch für den Worst-Case-Fall mal bei der Versicherung abklären, ja, übernimmt denn die irgendwelche Kosten oder bleibt man da komplett selber drauf sitzen, wenn man im schlimmsten Fall das Fahrzeug an so einer Stelle umwirft oder irgendwie sonst etwas passiert. Rests his legs from the long journey. Warms my heart with wondrous song. I listen close. Tells of battles. Flussdurchfahrten und hier Achs- und Getriebeentlüftungen. Vielleicht eine kleine Hintergrundinfo. Die Achsen und Getriebe haben eine Entlüftung, die es dem Öl ermöglicht, sich auszudehnen, wo der Überdruck dann entweichen kann. Und wenn man in eine kalte Flussdurchfahrt fährt,
wird die Achse natürlich schlagartig etwas heruntergekühlt. Das führt dazu, dass die quasi Luft ansaugt von außen über die Entlüftung. Und wenn die Entlüftung jetzt nicht hoch genug liegt, dann saugt die keine Luft, sondern Wasser an. Also heißt, vor der Fahrt prüfen, wo liegt meine Achsentlüftung. Gegebenenfalls muss man die höher legen, und zwar so hoch, dass man sicher sein kann, dass man jede Flussdurchfahrt durchfahren kann, ohne dass da irgendwie Wasser reinkommt. Im schlimmsten Fall kann das sonst dazu führen, dass der Schmierfilm in der Achse abreißt, weil sich da dann eine Wasserschaumlösung drin bildet und durch das die Schmierung nicht mehr gegeben ist. Und eine Achse, muss ich niemand sagen, das ist jetzt nichts, was man an jeder Straßenecke für 2,50 Euro kriegt. Ihr seht jetzt gerade mal so mein persönliches Angstding, wo ich mir jedes Mal immer unsicher bin, wie viel Schräge verträgt der LKW, wie schräg kann ich den stellen. Wahrscheinlich kann er 20% mehr, wie ich mir im Kopf zutraue, aber ich weiß halt immer nicht, wann kippt er und wann geht's noch, und ich habe da immer ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, man sieht es an meinem Gesichtsausdruck. Wir sehen jetzt hier die Anfahrt zu einer Eishöhle, die ist teilweise mittlerweile zusammengestürzt. Es lohnt sich trotzdem. Das Ganze liegt in einem Geothermalgebiet, ist alles vulkanisch aktiv, heiße Quellen, das Wasser sprudelt, es riecht nach Schwefel, die Höhle ist teilweise noch begehbar. Auch die Anfahrt ist schön und spannend, und ja, das kann man gut mitnehmen. Also wer in der Ecke ist, bitte hinfahren, anschauen. Kostet nichts, ist eine wunderschöne Ecke. Mittlerweile kommen wir mit steilen Rampen ja ganz gut zurecht. Hier hat es auch auf den ersten Anlauf funktioniert. Trick ist einfach Luft raus, Luft raus, Luft raus, alle Sperren rein, das Fahrzeug nicht begrenzen, dass es nicht weiter wie den ersten Gang hochschaltet, sondern ruhig, so schnell das eben möglich ist, da hochfahren, und dann funktioniert das auch. Eines der bekanntesten Hochlandcamps ist wohl Landmannalaugar. Das kennt fast jeder, der schon mal in Island war. Jeder möchte dahin. Früher war die Anfahrt etwas diffiziler. Mittlerweile ist die Straße so gut ausgebaut. Also wenn es mein eigenes Auto wäre, würde ich mich trauen, da ohne Allrad hinzufahren. Die Mietwagenverträge sehen wahrscheinlich nicht alle diese Möglichkeit vor, aber einfach mal prüfen.
und dann schauen, wie man dahin kommt. Wir haben jetzt sehr schlechte Witterungsverhältnisse gehabt. Man kommt bis ans Camp und erst vor dem Camp kommt eine relativ tiefe Durchfahrt, die erfordert dann wieder ein größeres Fahrzeug. Aber die letzten paar hundert Meter kann man zur Not auch über die Brücke laufen. Bedenkt vielleicht auch die Möglichkeit, man kann auch mit dem Hochlandbus vom Flughafen aus oder von anderen Abfahrtsorten direkt nach Landmannalaugar fahren, dort ein paar Tage wandern und dann mit dem Bus wieder zurückfahren. Wir fahren jetzt ein in den Bereich der Sprengi Sandur. Das ist die F26, eine Hochlandstraße, die zwischen zwei Gletschern verläuft, meist zwischen 700-800 Meter Höhe. Sie geht dann auch über in die historische Sprengi Sandur Route. Die ist sie ist die höchste befahrbare Hochlandstraße Islands. Ihr werdet es später sehen. Lasst die Bilder mal auf euch wirken. Man muss, um die zu befahren, natürlich genau den richtigen Zeitpunkt aussuchen. Also wenn es zu früh oder zu spät ist, dann hat man einfach ein Schneeproblem und dann funktioniert das Ganze nicht. Ich habe ja bereits berichtet von der Motorsportgemeinschaft, die es auf Island gibt. Und was wir hier gerade gesehen haben mit diesem Buggy oder Quad, wie auch immer, war ein Einheimischer. Wir haben uns vorher mit denen unterhalten und die sind auch so unterwegs. Es sind also nicht nur immer Touristen, wie man meint, die da in der Gegend umeinander fahren. Yeah.
is my soul. I can't help myself falling down again. Broken is my will. In dieser privaten Hütte haben wir einfach die Eigentümer gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn wir auf dem Platz vor ihrem Haus über Nacht stehen. Die hatten nichts dagegen. Die Hütte gehört einer Gruppe von Isländern, die sich die teilen und dann eben bei Bedarf dann daherkommen und von dort aus Touren starten oder einfach Zeit verbringen und diese Hütte in der Art eben bewirtschaften und betreiben. Den Platz an der Hütte haben wir dann auch mal für kleine Notreparaturen genutzt. Bei mir oben hat sich der Lichtträger losgerottelt, der war nur genietet. Für mich die Lehre, verwende keine Nieten mehr, ich werde alles nur schrauben und selbstsichernde Muttern verwenden. Beim Anton hat sich unten eine zu starre Edelstahlbefestigung auch gelöst, indem sie einfach gebrochen ist. Wir haben das dann notdürftig oben mit einem Gurt gesichert, bis wir bei der nächsten Werkstatt dann eine Gewindestange im passenden Durchmesser kriegen konnten und die dann einfach da verwendet haben. Für mich war das ein ganz gutes Beispiel zwischen Theorie und Praxis. Theoretisch war das alles genug dimensioniert ausgelegt. Praktisch ist nach tausenden Kilometer Rüttelpiste dann halt doch eine Ermüdung festzustellen. Und besser man testet das hier in der Zivilisation von Island, als wenn man dann in der Mongolei steht und sich da wahrscheinlich schwerer tut, irgendwelche Teile zu bekommen. Was wir jetzt gerade gesehen haben, waren tatsächlich die höchsten Meter der offiziellen Hochlandstraße in Island. Wir haben ganz viele Leute gefragt, soll man da fahren, soll man nicht fahren. Die meisten haben uns wirklich davon abgeraten, und zwar aufgrund von dem Lavafeld, das jetzt dann kommt. Da geht es wirklich stundenlang durch öde Lavafelder, spitze Steine links, rechts. Einer, ein Schweizer, hat uns gesagt, der hat einen 4,50 Meter Achsabstand gehabt, er musste wieder umdrehen, er konnte gar nicht an diesen spitzen Steinen vorbeifahren, ist das Ganze dann wieder zurückgefahren. Schaut es euch selber an. Bildet euch eine Meinung, was natürlich für das Ganze spricht. Am Schluss kommt diese schöne Durchfahrt durch das Schwemmland. Die könnte man natürlich auch von der anderen Seite her anfahren, aber einfach mal reinschauen. Ja, bei der Beschaffung vom Basisfahrzeug fragt man sich ja immer, was ist richtig, was soll ich kaufen? 10 Tonnen, 15 Tonnen, 18 Tonnen, 20 Tonnen, 3 Meter Achsabstand, 4 Meter, 5 Meter, 2 Achsen, 3 Achsen, gibt ganz viel Möglichkeit. Aber bei solchen Straßen und auch in Griechenland haben wir es schon festgestellt, Leute, denkt an einen kurzen Achsabstand, das ist immer von Vorteil. Sowohl bei engen Gebirgspässen in Griechenland als auch hier bei der Durchfahrung von so einem Lavafeld, wo man einfach sieht, beim Anton, der einen etwas längeren Achsabstand hat, der tut sich schon schwerer als wir. Also einfach mal so zum darüber nachdenken.
was wir jetzt sehen, ist die Anfahrt durch eine gute Sandpiste in Richtung Schwemmland. Als Schwemmland bezeichnet man in Island Sedimentablagerungen, die aus dem Hochland von Gletscherflüssen herangetragen werden und teilweise natürlich mit Wasser noch gefüllt sind. Wenn viel Schmelzwasser kommt, sollte man natürlich schauen, dass man die Schwemmlandebene möglichst früh am Tag durchfährt, weil mit steigenden Temperaturen wird das Wasser mehr und mehr und je nach Fahrzeuggröße kann es schwierig werden, durch das Schwemmland durchzukommen. Take my hand, let's undo the knots of the past. From the night where phantoms toss and turn, go further, deeper as the day is closing. Soft and fragile, there is grace in the dead of silence. As we dream, gentle hands are shaping further, higher as the new day enters. Worlds the mind run far away, Ja, das war jetzt die komplette Durchfahrt durchs Schwemmland. Das Spannende ist, wir haben es ja vorher auch noch nie gemacht und man weiß ja nicht, wie reagiert das Fahrzeug. Sinkt der LKW komplett ein? Kann man gut durchfahren? Aber wie man gesehen hat, es hat funktioniert. Wir sind gut durchgekommen. Alles bene, kein Problem. Ja, an der Stelle wäre jetzt mal Zeit für eine Kaffeepause. Wir haben jetzt Halbzeit, bevor es dann weitergeht mit atemberaubenden Bildern der schönen Insel Island und allem, was beim 4x4-Fahren so dazugehört. Nachdem wir jetzt die Südroute der F910 hinter uns haben, das Schwemmland erfolgreich durchfahren haben, geht's Richtung Hochland Camp Askja. Auf dem Weg dorthin liegt rechter Hand noch ein eindrucksvoller Wasserfall, der war nur ein paar Kilometer von der Hauptroute weg. Und hier sehen wir jetzt die Anfahrt zu diesem Wasserfall. An der Stelle auch nochmal ein Satz zur F910, zur alten Südroute. Ja, rückblickend würden wir es nochmal machen, ja, nein. Also es ist interessant, man hat natürlich auf seiner Agenda dann abgehakt, man ist die höchste befahrbare Straße gefahren. Auch wunderschön ist, man fährt ja hunderte Kilometer entlang am Vatnajökull, an dem eindrucksvollen Gletscher, der einen da tagelang begleitet und natürlich auch auf der hohen Südroute schön einsehbar ist. Das sind alles tolle Eindrücke, die kann man gern mitnehmen. Was natürlich schon ermüdend ist, diese stundenlange Fahren durch das Steinfeld, durch das Lavafeld, die spitzen Steine. Also wer einen langen Radstand hat mit mehr als 4 Meter, dem würde ich ehrlich gesagt davon abraten. Macht es nicht, fahrt es von der anderen Seite. Da schadet ihr nur eurem Fahrzeug. Jetzt die Ankunft im Hochlandcamp Askja. Ein sehr tolles Camp. Wir sind ganz freundlich empfangen worden. Ein Ranger, der sogar sehr gut Deutsch sprach. Er hat eine deutsche Freundin kennengelernt und die hat ihm natürlich gesagt, du musst Deutsch lernen. Er hat uns dann viele wertvolle Tipps mitgegeben. Wir haben da ein paar Tage verbracht und haben das als Ausgangspunkt für Wandertouren genutzt. Haben auch ein ganz liebes Schweizer Ehepaar kennengelernt. Die haben einen selber ausgebauten Fahrschul-LKW, mit dem sie unterwegs sind. Dieser Mercedes Actros, den man da sieht.
Und wir haben sogar Reisende getroffen, die wir in Land Manalauga schon kennengelernt und getroffen haben, und die sind uns da wieder über den Weg gelaufen. Hier sind wir am Anstieg zum Viti-Kratersee. Das ist eine mehrstündige Wanderung. Lohnt sich wahnsinnig. Der See ist riesig groß, unvorstellbar. Man denkt, das ist so ein kleiner Krater. Den gibt es tatsächlich auch. Der ist aber mit relativ schwefligem Wasser gefüllt, stinkt richtig nach Schwefel. Die Kleidung kann man sich da natürlich ruinieren, drum am besten ohne Kleidung reinspringen und die dann zu Hause im Fahrzeug wieder auswaschen. Die Route waren 6 Stunden Wanderung, 18 Kilometer und 900 Höhenmeter. Ganz dominant hier im Bild der Herdubreit. Das war das Ziel für den nächsten Tag. Ein Berg, der uns noch öfter verfolgen sollte, den wir dann auch von der anderen Seite und dann noch ein drittes Mal auf einer nächsten Tour wieder gesehen haben. Und der steht einfach so markant in der Landschaft, den sieht man schon von weit und breit. Und am Gipfel gab es dann noch eine Überraschung, mit der gar niemand gerechnet hat. Ihr seht uns jetzt da am Fuß des Berges, direkt am Ausgangspunkt für die Tour am nächsten Morgen. Wir haben dort übernachtet, ja, natürlich mit Genehmigung des Rangers, den wir vorher gefragt haben. Ihm war natürlich wichtig, dass wir entsprechend eine Toilette haben, dass wir einen Tank haben, dass wir da nichts hinterlassen. Das konnten wir zusagen. Also natürlich hätte er jetzt einen Campervan ohne entsprechende Ausrüstung da nicht stehen lassen. Das ist auch gut so. Hier kam jetzt die Überraschung, von der wir auch nichts wussten. Am Gipfel im Krater ein eisblauer Kratersee gefüllt mit Wasser und Eis und der Blick rundum. Das war natürlich wieder mega eindrucksvoll. Jetzt könnt ihr uns begleiten über die gut ausgebaute F88 in Richtung der Hauptstadt des Nordens. Akureyri ist ja das zweitgrößte Bevölkerungszentrum Islands und die Anfahrt dorthin, wie gesagt, erst auf der F88, dann weiter auf der N1, um dann nach Akureyri zu kommen. Wie wir gelernt haben, F88 heißt natürlich 4x4. In dem Fall wohl dem geschuldet, dass einige tiefere Flussdurchfahrten drin sind, die nicht wirklich jedes Fahrzeug durchfahren kann. Von dem her die Kategorie natürlich völlig berechtigt. Immer wieder begegnen uns Reiseradler. Die sind übrigens sehr, sehr erfreut, wenn man vom Gas etwas runtergeht. Die staubt sonst völlig ein und die haben uns immer freundlich gegrüßt, wenn wir auf Schritttempo runter reduziert haben. Ja, jetzt seht ihr die N1 endlich mal wieder auf der Teerstraße nach Tagen im Gelände. Heißt natürlich erstmal Luftdruck wieder auffüllen. Und wir haben dann erstmal einen kleinen Campingplatz in der entgegengesetzten Richtung angefahren, um dort die Nacht zu verbringen und am nächsten Morgen weiterzufahren nach Akureyri. Einen Stopp wäre auf alle Fälle auch der Mühwattensee und das umliegende Vulkangebiet wert gewesen. Den haben wir allerdings schon bei unserem letzten Aufenthalt vor einigen Jahren besichtigt. Von dem her haben wir den jetzt liegen gelassen und sind einfach daran vorbeigefahren.
So ein Zentrum wie Akureyri nutzt man dann natürlich dazu, um die Vorräte wieder aufzufüllen, ordentlich einzukaufen und auch die Wäsche mal zu waschen. Der Campingplatz, den wir besucht haben, war eigentlich ausgezeichnet mit eigener Waschmaschine, mit Waschraum. Allerdings wegen Corona, warum auch immer, war der Waschraum geschlossen. Das ist uns schon öfters passiert. Wir waren ganz froh, dass der Anton in seinem Fahrzeug eine kleine Waschmaschine drin gehabt hat. Die hat zwar nur 3 Kilo, aber da haben wir halt ein paar Mal öfter gewaschen und haben dann einiges wieder nutzen können. Unser Reisefreund, der Peter aus der Münchner Ecke, mit seinem VW-Bus unterwegs, den wir in unserer ersten Nacht auf Island getroffen haben und zwischenzeitlich dann immer mit ihm in Kontakt waren. Der hat hier einen wunderschönen Platz gescoutet und hat uns angeschrieben, ob wir nicht vorbeikommen wollen. Das haben wir natürlich gerne gemacht und sehen jetzt den Platz direkt am Meer und grillen mit dem Peter. Die Anfahrt zu dem Platz hat sich über mehrere Stunden hingezogen. Sehr eindrucksvoll, schön zu fahren, ab und zu Gegenverkehr. Ein Hinweis auch noch zu dem Platz am Meer. Natürlich ist es ein offizieller Platz, ein genehmigter Platz für Wohnmobile, sogar mit einer kleinen Toilette dabei für Fahrzeuge, die keine Toilette im Fahrzeug haben. Also keine Angst, wir sind da auch nicht frei in der Pampa gestanden. Light my way at night, let your light shine now. This burden weighs me down, the heaviest of weights knocks me to the ground, right down to the dew. Wir setzen unsere Fahrt jetzt fort in Richtung der Westfjorde. Die haben wir bei unserem letzten Aufenthalt auch ausgelassen. Einfach aus dem Grund, es ist eine wahnsinnig weite Anfahrt. Die Küstenlinie der Westfjorde umfasst 30% der gesamten Küstenlinie von Island. Also man darf das nicht unterschätzen. Man fährt in den einen Fjord rein und wieder drüben raus und das über Stunden lang. Und es zieht sich natürlich alles hin. Das Gebiet ist wunderschön, ist wahnsinnig dünn besiedelt. Auf den Westfjorden leben insgesamt bloß ca. 7300 Einwohner. Und man kann das durchaus anschauen, wenn man denn genügend Zeit hat. Also bitte nicht in 2 Tagen dadurch hetzen, das wäre sehr schade. Der Campingplatz in Drangsnes war uns auch schon bekannt vom letzten Aufenthalt. 2 Sachen sind dort besonders bemerkenswert. Zum einen der sehr, sehr schöne Hotpot, der direkt an der Straße liegt, der immer zugänglich ist und nur mit einer Spende eben unterhalten wird. Und weiterhin die Fischfabrik, in Anführungszeichen. Es ist eine kleine Halle, die direkt im Hafengelände ist und
wo man wirklich für ganz kleines Geld fangfrischen Fisch direkt vom Kutter kaufen kann, der natürlich auch gleich entsprechend präpariert wird, also ohne Gräten alles, man muss den nicht ausnehmen. Frischer geht's nichts. Wir nehmen jetzt eine Abkürzung über die 633, die lässt quasi einen Arm des Fjordes aus, spart wahrscheinlich keine Zeit, aber man war halt mal wieder im Gelände und die Gegend ist wunderschön und uns hat dann am Ende zur Belohnung quasi auch ein schöner Hotpot erwartet, den ihr dann gleich im Bild seht. Ich habe es an einigen Stellen im Film absichtlich vermieden, die genauen Koordinaten anzugeben. Es hat schon seinen Grund. Dieser Hotpot beispielsweise ist ein privater Hotpot, der gegen eine kleine Benutzungsgebühr zur Verfügung gestellt wird. Ich fände es unfair, wenn der dann einfach überschwemmt wird von Touristenmassen. Ich denke, man kann ungefähr erahnen, in welchem Bereich er ist. Und wer sich die Mühe machen möchte, danach zu suchen, der wird ihn auch finden. Right down to the tube that sparkles on the ground. Blue mountains loom above. Blue mountains loom and I. Ich habe jetzt absichtlich mal dieses lange, lange Stück, wo man nur an den Fjorden entlang fährt, so drin gelassen, dass ihr einen Eindruck bekommt, wie lang das wirklich ist. Also es zieht sich wirklich über hunderte Kilometer hin. Wunderschön, aber bitte einkalkulieren, es dauert. Unser Tagesziel war der Campingplatz in Sudavik, wunderschön gelegen. Dort haben wir uns erstmal den frisch eingekauften Fisch von der Fischfabrik in Drangsnes in der Pfanne schön rausgebraten. Ich habe dann bei einer Kontrolle an unserem Fahrzeug noch festgestellt, dass der Gasflaschenhalter wohl einen Ermüdungsbruch hat. In der Ortschaft gab es dann leider keine Werkstätte, die uns da weiterhelfen konnte. Man hat uns verwiesen nach Ísafjörður, das war unser Ziel für den nächsten Tag. Ich habe dann die Gasflasche demontiert, dass da nichts passieren kann und wir haben dann am nächsten Morgen geschaut, dass wir gleich rechtzeitig da in die Werkstatt kommen. Ísafjörður dann natürlich eine richtige Metallerbude, also eine Schlosserei gefunden, die uns fachkundig weiterhelfen konnte. Ich habe den
Gasflaschenhalter dann selber demontiert und habe den reingebracht. Das war in ein paar Minuten geschweißt und mit Rostschutzfarbe versehen. Dann wieder angeschraubt und die Fahrt konnte weitergehen. Es ist so meine Devise. Ich glaube, man kann unterwegs nicht alles selber machen, aber natürlich habe ich das Werkzeug dabei für solche Reparaturen in der Art. Und ich glaube, egal ob es auf Island ist oder in Pakistan, irgendein Schlosser, der einem was schweißt, das findet man überall. Jeder Island-Tourist wird früher oder später Kontakt mit der sogenannten Einbreitbrü, also einer einspurigen Brücke, machen. Die kannten wir natürlich, aber was wir noch nicht gekannt haben, ist ein einspuriger Tunnel, der immer wieder nur Ausweichpunkte hat und man sich dann da irgendwie einigen muss. Und das hat selbst mit dem LKW funktioniert. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie das in Deutschland funktionieren würde und sind zu dem Schluss gekommen, da gäbe es Mord und Totschlag und die Polizei wäre nur noch am Streit schlichten in diesem Tunnel, weil keiner einen Meter weichen würde. Aber in Island hat es hervorragend funktioniert. Wir befahren gerade den Abzweig in Richtung Mirafell. Da gibt es einen Parkplatz, der Ausgangspunkt für eine kleine, aber feine Wanderung ist. Die bietet einen hervorragenden Ausblick in den Fjord. Ist nicht wirklich anstrengend, ist nicht fordernd. Also die kann jeder gehen und kann dann mal den Fjord und den Ausblick genießen. Also da wirklich Empfehlung und Daumen hoch. Auf der gegenüberliegenden Seite des Mirafell an diesem Fjord war der Ausgangspunkt für einen Abstecher. Ja, man würde es bei uns als Feldweg bezeichnen. Da ging es hoch hinauf zu einem Sattel, der eigentlich Ausgangspunkt für eine Bergtour zum höchsten Berggipfel der Westfjorde gewesen wäre. Aber das Wetter hat nicht wirklich so mitgespielt. Wir waren froh, dass wir da überhaupt gut raufgekommen sind mit den Fahrzeugen. Und auf die Wanderung haben wir dann verzichtet. Irgendwie war es da oben dann schon spannend. Man fährt also wirklich im dichten Nebel, der immer noch dichter und noch dichter wird und die Straße immer noch steiler und der Abgrund dann rechts oder links hunderte Meter runterführt und man weiß ja nicht, was noch kommt und wie geht's denn weiter. Und ja, von dem her muss man erlebt haben. Hier sind wir jetzt am Scheitelpunkt, also höchster Punkt erreicht, wo es dann wieder nach unten geht. Von dort wollte man eigentlich loswandern, aber aus den besagten Gründen hat das nicht sollen sein. Positiv war, dass ziemlich gleich auf der Runterfahrt das Wetter sich dann wieder gebessert hat, die Sicht aufs Meer wieder aufgemacht hat und wir gewusst haben, dass unten eine relativ gute Piste wieder kommt, auf der wir dann recht zügig weiterkommen in Richtung Dyandi Wasserfall, das unser Ziel für den Tag war. Der Dyandi Wasserfall ist meiner Meinung nach einer der eindrucksvollsten Wasserfälle, die es auf den Westfjorden gibt. Er ist oben 30 Meter breit und stürzt dann ca. 100 Meter in die Tiefe. Unten hat er eine Breite von 60 Meter und das ist natürlich schon was, wo wirklich was hermacht. Oh,
kjøpte lærk i skoen. Han feir nå Martha vita der kongurinn er med kross i hendi kom. Weitere Weg in Richtung Rowdy Sandur Beach hat uns dann noch an einigen Hotpots vorbeigeführt und die haben wir natürlich nicht links liegen lassen, sondern mitgenommen, haben uns auch noch mal mit frischem Fisch aus dem Kühlschrank direkt am Hafen versorgt und dann ging es Richtung Südseestrand Rowdy Sandur Beach. Weil wir hier gerade dieses ganz normale Wohnmobil sehen, die Westfjorde wären im Übrigen, wenn man nicht diesen Abstecher macht, den wir gemacht haben, aber das muss man ja nicht, also die wären für jedes normale Wohnmobil oder jeden Kastenwagen zu befahren. Die Schotterpisten sind alle in gutem Zustand und da gibt es keine Probleme. Hier mal ein kleiner Zeitraffer am Hotpot direkt am Wegrand. Das war der erste für diesen Tag und später haben wir dann natürlich den zweiten auch noch mitgenommen. Sehen wir jetzt die Abfahrt zum Rowdy Sandur Beach. Ich habe ja vorher gesagt, die Westfjorde kann man alles mit jedem Standardwohnmobil machen. Ja, darunter kann man sicher auch fahren. Die Frage ist, ob sich jeder zutraut. Auch die Straßenbeschaffenheit, also sprich, wenn es stark regnet, so wie es wir jetzt gehabt haben, dann wird das alles matschig nass. Sind uns auch einige normale Wohnmobile entgegenkommen. Geht also, aber wer sagt, ich bin eher der Vorsichtige, der sollte sich vielleicht überlegen, ob er die Abfahrt mitnimmt. Glimmer i, bauer jord, nei, bare.
hatten nicht das optimale Wetter. Ich habe mal noch ein Bild eingeblendet von schönerem Wetter. Da hat das Ganze wirklich Südsee-Feeling. Und das Geo-Magazin hat es mal als einen der schönsten, abgelegensten Strände überhaupt bezeichnet. Im TripAdvisor wird von einer beschwerlichen Anfahrt geschrieben. Also da haben wir vielleicht ein bisschen ein anderes Verhältnis, was beschwerliche Anfahrten sind. Wir fanden es jetzt völlig easy, gut machbar. Aber wie schon gesagt, die Bedürfnisse sind da sehr unterschiedlich. Der Anton hat dann noch einen Tramper mitgenommen von dem Campingplatz bis vor zur Hauptstraße. Für uns war an dieser Stelle der westlichste Punkt unserer Reise erreicht. Es ging dann peu à peu wieder zurück zum Hafen Seyðisfjörður. Dazwischen waren natürlich noch einige Punkte, die wir noch in Angriff nehmen wollten, aber eben hier der westlichste Punkt für uns. Vortag haben wir ein bisschen aufs Gas gedrückt, den Anton hat das Hochland wieder gerufen und wir haben dann relativ schnell die Westfjorde verlassen, haben am Ende noch eine Zwischenübernachtung eingelegt, um dann am nächsten Tag auf die F586 zu fahren. Die Piste hat dann kurz vor Hamstangi geendet und da haben wir dann am frühen Nachmittag den Campingplatz erreicht, der uns auch schon bekannt war. Waschplätze gehören in Island überall dazu, die findet man oft an Tankstellen, an Supermärkten, einfach auf Gemeindegrund, an Ortseingängen. Ist auch notwendig, die Fahrzeuge schauen nach so einer Piste immer aus wie die Sau und da macht es wirklich mal Sinn, den gröbsten Dreck einfach wieder loszuwerden. Wenn man Strecke machen möchte, kann man natürlich die N1 benutzen, da kommt man relativ gut voran. Das haben wir auch da wieder gemacht, Richtung Laugafell und sind dann aber wieder abgezweigt auf eine kleinere Piste. I live
sieht hier Millionen Mückenviecher. Alle total aufdringlich, fliegen einem ins Gesicht. Und dann raus muss, da hält man es nicht lang aus. Ja, hier ein Gewirr von Straßen. Ihr seht hier, wir sind schlussendlich auf der 756, auf der F756, muss ich sagen, gelandet. Sind von der dann auch wieder abgezweigt auf einen kleinen Pfad, der Richtung einer Reiterhütte geführt hat. Auch das natürlich noch eine offizielle Straße, die dann aber tatsächlich recht abenteuerlich weiterging, bis sie dann wieder etwas größer geworden ist. Aber schaut selber mal. Da jetzt nochmal der Hinweis, weil es mir einfach wichtig ist, das ist jetzt so die kleinste, unterste Straßenkategorie, die man überhaupt befahren kann. Eine Unnamed Road, die also noch in der Karte eingezeichnet ist, die aber keinen Namen hat und einfach die eine Örtlichkeit mit der anderen verbindet. Aber, und das ist eben das Wichtigste, auch das ist kein Offroad, auch das ist noch erlaubt in Island. She is walking with me from the house of red. I hear a child crying, foxes heading home. They're praying from the jaws and... Gerade jetzt, wo ich den Video zusammenschneide, hat einer in einer Offroad-Gruppe die Frage gestellt, ja, soll er sich denn ein dreiachsiges Fahrzeug zulegen, das um die 9 Meter lang ist, oder soll er lieber einen Unimog kaufen? Ja, schaut mal diese Durchfahrt, dann stellt sich die Frage dahingehend nicht, wie groß, wie schwer, wie breit man noch sein muss. Irgendwo geht es halt mal nicht mehr. Also wir waren froh, dass wir nur die 2,35 Meter hatten und da jetzt noch halbwegs gut durchgekommen sind.
wir auf dem Weg zum nächsten Hochlandcamp Laugafell, haben wir rechts am Straßenrand einen Mercedes Kurzhauber gesehen. In der Overlander-Szene ist ja der Kurzhauber so ein Kultfahrzeug und ist ja auch ein schönes, altes, gediegenes Auto. Und da musste man natürlich stehen bleiben und diese Ruine einfach fotografieren. Lustig hier auch zu sehen, der eingeklemmte große Stein zwischen den beiden Zwillingsreifen. Übrigens einer der Gründe, warum man bei solchen Fernreisemobilen auf eine Einzelbereifung Wert legt und eben nicht mit Zwillingsbereifung fährt. Da kann es dazu führen, dass sich diese Steine, die sich da festhängen, eben aufscheuern an den Reifen und man sich einen Plattfuß fährt. Im Gegenverkehr hier mal wieder der Hochlandbus, der natürlich auch das Camp Laugafell anfährt und den wir hier mal wieder getroffen haben. Im Camp haben wir dann festgestellt, dass sich auch die Kamerahalterung hinten vom Anton verabschiedet hat. Ich glaube, man kann so stabil bauen, wie man will, egal ob man selber baut oder ein Anführungszeichen Profi Anführungszeichen einem das baut. Es wird immer mal irgendwelche Ermüdungsbrüche geben. Wir haben das dann erst einmal notdürftig versorgt und später die Kamera dann wieder angebracht. Also ganz normal, man muss sich einfach dann zu helfen wissen. Take my hand, let's undo the knots of the past. From the night where phantoms toss and turn, go further, deeper as the day is closing. So weil wir hier gerade den Übergang sehen von der Piste auf die Teerstraße. Wir haben das immer so gehalten, wenn jetzt bloß ein paar Kilometer da dazwischen sind, dann haben wir da nicht die Luft wieder komplett aufgefüllt. Wir haben ja den Luftdruck in der Regel nicht auf ganz, ganz niedrige Werte reduziert. Wir hatten 2,5-3 bar drin, also so die Hälfte, dass man normal auf der Straße fährt. Wenn man da jetzt mit mäßiger Geschwindigkeit, also ich sage jetzt mal so bis 50 km/h fährt, dann hält der Reifen das auch mal einige Kilometer so aus. Muss natürlich kontrollieren, dass er nicht warm wird und irgendwie zum Walken anfängt. Da würde dann natürlich der Verschleiß einsetzen. Der Campingplatz Mödrudalur, den wir hier angefahren haben, eine wunderschöne Gegend. Das ist übrigens der höchste ständig bewohnte Hof, der auch heute noch bewirtschaftet wird. 469 Meter hoch gelegen und man kann von Mai bis September das Informationszentrum hier besuchen. Es gibt sogar hier Polarfüchse, die sich da rumtreiben und die man dann auch sehen kann. Thank you.
Ja, heiße Quellen kennt ja dann jeder irgendwann in Island. Man ist denen schon bald müde, weil jeden Tag noch der tollere Hotpot kommt. Aber was wir noch nie hatten, einen heißen Wasserfall. Und das war natürlich ein Highlight. Die paar Meter, die musste man natürlich hinlaufen und uns in diesen Pot am Heißwasserfall legen. Im Bild zu sehen der vergletscherte Snæfell, unser Ziel für den nächsten Tag. Für heute ging es aber erst einmal noch an den bekannten Vatnajökull-Gletscher, den man ja über hunderte Kilometer, wie schon öfter erwähnt, befährt. Und hier gab es eine Möglichkeit, dem relativ nahe zu kommen und den Rückgang des Gletschers da ganz eindrucksvoll erleben zu können. Ja, zur Besteigung vom Snæfell möchte ich hier ein paar Worte verlieren. Ich möchte erst einmal anfügen, dass wir aus dem Allgäu kommen, da natürlich alpine und hochalpine Erfahrung haben und das nicht unser erster Berg war, wo es ein bisschen höher rausging. Wer sagt, ich kann das bitte machen, ist eine tolle Sache. Aber was man glaubt, da oben nicht braucht, irgendwelche Hausschuh-Touristen, die mit den Birkenstocks hochlaufen, das kann tödlich enden. Also wer sich das zutraut und die Bergerfahrung mitbringt, den Berg mitnehmen. Hier im Bild Gunnar die Gans hat uns ein österreichischer Feuerwehrhauptmann vorgestellt. Der war ganz begeistert von unserem Auto, das zufällig aus seinem Bereich kommt, nämlich aus Wattens bei Innsbruck, und er die Gemeinde natürlich kennt und er sich da riesig gefreut hat, dass dieses Auto in Island ihm begegnet. Am nächsten Morgen hat uns vom Ranger an der Hütte erst einmal die Nachricht erreicht, die Straße sei gesperrt und niemand kommt mehr her oder weg. Wir haben uns dann mit ihm unterhalten und er hat gesagt, ja, also für kleinere Fahrzeuge gilt es und ihr kommt da schon durch. Und es hat wohl die Straße so 500 Meter weggespült, weil die Schneeschmelze dieses Jahr ungewöhnlich stark war. Und wir haben es uns dann mal angeschaut, also war tatsächlich nicht so tragisch, aber vielleicht mancher kleine Bus mit wenig Bodenfreiheit bleibt dann doch hängen. My bird flies home from afar.
spring to me. O'er the ocean's endless blue, he never fails, his path is from the long journey. Jetzt sind wir am letzten Hochlandcamp auf dieser Reise, Sigurdskali, ein kleineres Camp, das wenig frequentiert war aufgrund der relativ langen Anfahrt. Für uns hat sich's trotzdem gelohnt. Wir haben am nächsten Tag dann eine Fahrt nochmal zum Vatnajökull-Gletscher unternommen und haben festgestellt, so nah, wie man hier rankommt an den Gletscher, ist es nirgendwo anders möglich. Zumindest ist uns kein Punkt bekannt. Und die Bilder haben sich wirklich gelohnt. Also sehr, sehr eindrucksvoll. Wir haben es dann durch die Sandverwehungen zurück auf der F903 vom Camp wieder gut geschafft, auf die F910, auf die Asturleit zu kommen. Das ist ja eine der mehr befahreneren und bekannteren Straßen. Da war natürlich wieder einiges los, einige Touristen mit gemieteten Fahrzeugen, die sich da durchgeplagt haben. Aber die Straße ist ja in einem guten Zustand, also kein Problem. Soft and fragile, there is grace in the dead of silence. As we dream, gentle hands are shaping further, higher as the new day.
Wenn es einem dann zu langweilig wird und man jede Straße schon zweimal befahren hat und den Herdubreit schon von allen Seiten kennt, dann überlegt man sich natürlich mal, kann ich jetzt vielleicht auch mal über den Bergrücken fahren? Ja, das kann man, auch das ist als offizielle Straße, als Abkürzung oder Parallelweg mit drin. Meine Frau ist dann gefahren, ich habe die Drohne bedient und wir haben noch ein paar schöne Aufnahmen eingefangen. From my heart, I thank you, friend, for this precious melody, for these sweet and pure tones, sweet and pure tones. From my heart, my friend, that should have me sing your song. Oh, summer guest, I'll miss you while you're gone. From my heart, I thank you, friend, for this prayer. Precious melody, for the sweet and pure tones, sweet and pure tones. You made a shelter for my soul. Das zweite Mal in Mödrudalur. Am nächsten Morgen ging es dann weiter Richtung Eglisdadir. Wenn ich Eglisdadir höre, verbinde ich da damit gleich schon immer Ende des Urlaubs, Heimfahren, Fähre, weil natürlich das der Nebenort von Seyðisfjörður ist und ich damit einfach verbinde, jetzt ist der Urlaub schon fast vorbei. Auf dem Weg dahin haben wir noch Rentiere gesehen. Neben dort auf der anderen Straßenseite waren gleich die Jäger mit ihren Quads, die haben wohl Jagd auf die Tiere gemacht. Wir haben einfach den Blick genossen und haben dann gar nicht geguckt, was die Jäger da so weiter treiben. Filled with dance and song, but it wasn't long before I learned on that day you don't get to call the shots that way. Eine letzte Verlegenheitstour von Eglisdadir zum Dalatangi Lighthouse. Ein schöner Leuchtturm, der direkt eben parallel zu Seyðisfjörður liegt, wo wir dann noch ein paar schöne Stunden verbracht haben, bevor es dann leider schon in Richtung Fähre ging. Irgendwann ist der schönste Urlaub zu Ende und das stand uns in dem Fall dann bevor. Midnight dust traveling, looping
Und wer es jetzt bis hierher geschafft hat, den beglückwünsche ich wirklich und bedanke mich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich weiß, der Film war jetzt relativ lang, es war auch die Zusammenstellung aller Einzelteile. Ich habe versucht, da ein paar Infos noch mit reinzubringen. Danke fürs Zuschauen. Ausdrücklich entschuldigen möchte ich mich bei den Isländern für die vermutlich falsche Aussprache von jedem Ortsnamen, aber ich kann es halt nicht besser. Und ja, wem die Musik nicht gefällt, macht's selber Videos, macht's bessere Musik drunter. Ich bin kein Influencer, ich mache das hobbymäßig. Eigentlich mache ich die Filme für mich als Andenken. Ich profitiere aber auch immer von so Filmen, wenn ich irgendwo noch nie war. Und von dem her sehe ich das als was, wo ich mal an andere zurückgeben möchte, die vielleicht das erste Mal auf Island sind und sich da mal ein Bild machen wollen im Vorfeld. Wie sieht es da aus? Wie kann ich mich da bewegen? Gerade wenn es ins Hochland geht. Bitte als solchen privat gemachten Film sehen. Ich bin kein Profi und wer Kritik hat, kann sie gern weitergeben oder für sich behalten. Und ich wünsche euch alles Gute, gute Fahrt, egal wo ihr seid. Vielleicht sieht man sich ja irgendwo, wenn ihr den Feuerwehr mal seht, einfach winken, rufen und viel Glück und Gesundheit allen weiterhin. Danke fürs Zuschauen, euer Jürgen und die Steffi. Leads to fertility.